Den Mythos Porsche, den muss man erleben, den muss man erfahren. Das hat natürlich auch der Importeur erkannt und hat eine ganze Veranstaltungsreihe kreiert. Absolutes Highlight ist das Camp 4, ein viertägiger Aufenthalt in Finnland, wo man so richtig krachen lassen kann. Aber natürlich auch hier zum Einsteigen und zum Schmecken, was Porsche fahren eigentlich heißt, kann man hier in Karbrunn unter der Leitung von Walter Röhrl eine richtige Porsche Fahrschule absolvieren mit einem feinen Rahmenprogramm. Wir sind hier und schauen den Burschen beim Lenkraddrehen ein bisschen über die Schultern. Geht? Du grinst schon ganz freudig, die ersten Runden hinter dich gebracht, erster Eindruck? Ja, ganz super. Mit dem Auto fahre ich überhaupt das erste Mal. Ist wahnsinnig gut im Handling, ja, obwohl es schon sehr rutschig ist, aber eindeutig super zum Fahren. Ja. Nimmt das Gas super an, die Lenkung passt, ein irres Gefühl. Steht der Spaßfaktor im Vordergrund oder doch auch der Sicherheitsfaktor, dass man sagt, da kann man ein bisschen was lernen? Sicherlich auch der Sicherheitsfaktor. Ich meine, Spaß muss auch sein, aber ich habe sowas noch nie gemacht und man merkt schon ein bisschen, wie sich das Auto bewegt unter extremen Bedingungen. Also ist beides. Schon infiziert vom Virus Porsche? Ja, eigentlich schon. Wir haben uns gerade überlegt, wie wir das Ganze finanzieren, wem wir verkaufen sollen mit der Familie, aber wir werden das Ganze doch noch einmal intern beratschlagen. Aber der Faktor ist gewaltig. Schon einige Runden hinter dich gebracht, das Lächeln auf den Lippen verschwindet gar nicht mehr, dein erster Eindruck? Es ist einfach nur lässig. Ganz, ganz toll. It's not my time to go. Ja, sicherheitstechnisch auch schon ein bisschen was mitbekommen oder steht der Spaß im Vordergrund? Ja, absoluter Spaß steht im Vordergrund. Sicherheitstechnisch, es ist sehr schwierig mit so einem Gerät, wenn man das erste Mal fährt, dass man da wirklich das in den Griff bekommt. Es ist hauptsächlich Spaß. Ihr seid Schlauchern, da steht nicht der Sicherheitsfaktor, sondern der Spaßfaktor im Vordergrund bei euch. Ihr stoppt sogar eure Zeiten, ist das richtig? Das sind Gerüchte, die ich an dieser Stelle nicht bestätigen kann. Spaßfaktor oder Sicherheit, was steht im Vordergrund? Ja, die Leute können hier durch den Spaßfaktor eine Menge mitnehmen, eine Menge für sich, für den Alltagsbetrieb. Und das ist das Schöne für uns, dass wir Leute ein Sportgerät an die Hand geben und ihnen auch den Umgang mehr oder weniger damit lernen. Und wer mit Spaß lernt, lernt doppelt gut. Und das ist hier der Sinn der Sache. Wir haben jetzt schon die ersten Emotionen eingefangen und bei den Burschen heuer hier steht absoluter Spaßfaktor im Vordergrund. Also Spaß soll man natürlich haben, aber ich möchte vor allem, dass sie weggehen und nehmen was mit, was in Richtung Sicherheit für den Alltagsverkehr beiträgt. Und das macht man natürlich auch, indem man nachher wieder, wenn wir auf die Strecke rübergehen, wo einfach schon wieder dann mehr die Realität einer normalen Straße zum Vorschein kommt, damit sie ja wirklich sehen, das hat nur
einen ganz entscheidenden Faktor, das ist nämlich der Fahrer, der muss im Hirn einfach wissen, wo die Gefahren lauern und die muss er einfach am besten vermeiden, weil das Beherrschen, das lernt er sowieso nicht. Aber das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass man den Leuten zwar schon das Gefühl gibt, dass er nicht gleich bei der geringsten Situation eben machtlos ist, aber trotzdem, irgendwann zum Schluss werden wir ihnen schon zeigen, dass das alles ein bisschen eine Glückssache ist und es ist besser, sich zurückzuhalten.